Hallo, hier ist Ihr Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich einen Hirsch grob zerteile. Ich brauche zum Zerteilen keine Säge, das mache ich alles hängend. Und dann werden wir jetzt loslegen. Als erstes schneide ich die vorderen Läufe weg. Und zwar schneide ich da, schauen Sie, das ist ein gerade Schnitt. Und wenn Sie jetzt weiter oben sind, wenn Sie da sind, gell, dann kommen Sie auf den Schinter, das geht noch nicht, das geht noch schwer. Aber da sind Sie ganz gerade zum Durchschneiden. Das werden wir nochmal machen. Jetzt nehmen wir den Lauf. Man sieht sie, das braucht ein bisschen eine Übung oder eine Zeitkommung drauf, aber so kann man es nicht erkennen, wo es ist. Es dürfte da sein. Und mit Anschnitt ist es durch. Jetzt drehen wir die Blätter herab. Da mache ich mit dem Messer einen Schnitt da her. Da geht die Schulterplatte. Eine. Jetzt drücke ich das ein bisschen weg. Sehst du das da? Schneiden wir weg. Da mache ich dann einen geraden Schnitt. Hier ist ein geraden Schnitt. Dann löse ich nämlich das vom Schulterblatt. Jetzt drücke ich das ein bisschen um. Sehen Sie? Und das ist vom Knorpel. Ist das gleich gelöst. Jetzt auf der anderen Seite noch einmal. Da eine. Sehen Sie? Da passt es. Das kann man also gar nicht voll schneiden. Da ist der Knorpel. Und so ist gelöst. Schaut das Käppel. Da schneiden wir gleich weg. Weil es ein bisschen Dreck ist. Da schneiden wir auch weg. Das Busse gleich behängen, ein bisschen zu tun, mir leichter als wie noch beim Liegen. So, jetzt schneide ich da. Auf, schauen Sie, so die Keulen. So. Das ist ein Ding. Eine Drüsen, wie sagt man das so schnell? Ein Lymphknoten. Ja, ganz normale Größe, schaut immer so aus. Jetzt stellen Sie da rein. Der Rücken. Schauen Sie, wir doch schauen. Da ist der Rücken. Da ist der Rücken. Da müssen Sie auf, dass Sie da nicht reinschneiden. Scheiße. So, und das gleich noch einmal. Was der Jager gemacht hat bei der Aufbrechung, mal so ist das mit Schweiß, das ist nichts Schlimmes. Nur das hätte er die Decken, er hat nicht, Schloss nicht aufgemacht, das passt, aber er hätte da die Decken drauf lassen sollen. Sehen Sie, das ist jetzt schon schwarz. Und das ist noch zwei, drei Tage ist, das können Sie alles wegschneiden, das ist alles schwarz. Also, wenn er die Decken drauf lassen hätte, war das besser. Schaut, und jetzt zeichne ich mir das an, und da sind Hämatome. Die sieht man erst gar nicht, aber sind, ja, ist so. Ich nehme mit dem Messer, muss ich da herkommen. So werden wir das machen, so. So ist über der Rücken. Und da das Gleiche. Schauen Sie, ich muss da herkommen mit dem Messer. So werden wir das schneiden. Jetzt schneide ich da den Rippenbogen an. Den schneide ich da runter. Da beim. Also ein bisschen ein Knorpel. Oben bei der Sehne. Jetzt nochmal, schauen Sie. Jetzt schneiden wir jede einzelne Rippen raus. Und dass man endlich Schwerkraft zieht, dass der Ausschuss ist das. Das ist ein bisschen leicht ins Wache kommen. Hans. Hans. Jede einzelne Rippen schön. Für sich lösen wir aus. Das ist ein bisschen Übung. Das ist beim ersten Mal jetzt nicht ganz so leicht. Aber wenn man es mal raus hat, wirst du sehen, sie machen es gar nicht mehr anders. Da wieder, schauen Sie das Gleiche. Jetzt auf der Seite das Gleiche noch einmal. Da bei dem Rippenbogen fange ich an, schneide er her. Dann schneide ich da oben. Jetzt drehe ich wieder her.
Das ist also erste Rippe. Erste Rippe. Zack. Schauen Sie, schön an der Rippe entlang. Aber das machen Sie nur, wenn das Wild schlecht geschossen ist und nicht sauber ist. Schneiden Sie die Rippen einfach so aber, so. Wenn da viel Dreck drin ist. Das können Sie nur machen, wenn es ein sauberes Stück ist. Ah, Rippen noch dran. Da brauchen Sie kein Knochensack. Schauen Sie, das ist halt schön ausgelöst. So, jetzt drehe ich den Hals weg, noch einen Träger. Da mache ich immer 10 Rippen lang den Rücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da schneide ich rein. Den Hals habe ich vorgelöst. Schon beim Abziehen. So. Jetzt sind wir auf der Seite. Jetzt schneide ich die Filet raus. Das kann man wegschneiden, das ist ganz so schön, das ist besser. Was Sülziges. Und die Filet, der Filetkopf ist da angewachsen. Da ist das Beckenknochen, da ist das Hüftgelenk und da ist das Filet drin. Da stelle ich da entlang runter. Sie können noch den Rücken auch nicht einschneiden, weil hinten die Lendenwirbel, da kommen wir es gar nicht rein. Da stelle ich oben rein, sonst daher. Und da sehen Sie, da ist genau. Schauen Sie, dass man da jetzt eine Schicht schon ganz, das ist genau, es geht gar nicht anders. Sieh ich aber. Und da das Gleiche. Da ist der Beckenknochen, da ist das Gelenk von der Hüfte, die Hüftpfanne, wie man so sagt, wo das ist. Da stehe ich rein. Dann komme ich da runter. Da her. Und sieh aber. Schauen Sie, was ich sagen will. Sie können da nicht einschneiden. In den Rücken, weil da sind die Federn, da kommen Sie nicht durch. Gell? So, aber jetzt weiter. Jetzt lösen wir den Rücken aus. Da, sind die, da geht der Beckenknochen. Und da am Beckenknochen, schauen Sie, da schneide ich eine. Da fahren wir besser her. Ganz am Beckenknochen entlang. So, das Ende. Jetzt gehen wir auf die Rückseite. Und wenn Sie da sehen, da gehen die Dornfortsätze von der Wirbelsäule runter. Und da schneide ich links und rechts ein. Stich rein, schneide da runter. Nur aufpassen, dass sie hinten nicht irgendwo durchkommen und in die Hände reinschneiden. Halt die Hände so. Und das Gleiche noch einmal. Jetzt schneide ich da. Und da sind die Lendenwirbel. Da schau ich mir Messer ganz an den Lendenwirbel dabei. Links. Und da ist vielleicht wieder Gefahr, dass man den Rücken reinkommt. Da bleiben sie mit dem Messer geschehen am Rippenbogen. Hier her. Da gehen sie jetzt. Schön am Knochen entlang. Schauen Sie. Das ist so eine Nippel. Und da geht es entlang. Was soll ich sagen?
Schau, wenn du den Rücken anschaust, ist gar Schnitt drin, gar nichts. Jetzt auf der Seite nochmal das Gleiche. Da sind die Lendenwirbel. Da schneide ich rein, steht am Lendenwirbel entlang. Da am Rippenbogen entlang. Das muss ich ein bisschen so halten, damit nicht in den Rücken reinkommt. So, dann schneide ich das daher. So, und jetzt trenne ich die Karkasse aber. Und da ist der erste Wirbel. Der erste Wirbel, da stiche ich mir jetzt eine. Hin und her. Ein bisschen auf die Seiten. Schauen Sie, voll davon selber aber. Jetzt nehme ich ihn, da drücke ich ein bisschen daher und da drücke ich zurück. Und schon ist die Karkasse weg. Jetzt laufen wir noch ein bisschen runter. Schauen Sie, so soll das schön glaub schon. Da ist die ganze Haut drauf, keine Granen, keine Haare drauf, nichts. Gell? Jetzt hänge ich auf der Seite aus. Das ist von meiner Seite gesehen, da jetzt die linke Keule. Mit der rechten Keule geht es nicht so leicht. Jetzt nehme ich da her, schneide da genau in die Mitte. Jetzt bis zum Beckenknochen. Jetzt schaue ich, dass ich am Beckenknochen die Beinhaut durchtrenne. Da ist jetzt die Pfanne, wo der Oberschenkel drin ist. Der hält halt ein bisschen mit der Sehne fest. Jetzt schaue ich da. Das ist ein bisschen ein, da. Denkst du, das geht schön aus der Beinhaut. Das geht bei einem jungen Stück, bei einem alten wird es immer so gehen. Aber wenn es jung ist, schauen Sie, das lässt sich genau. Schauen Sie, schneidest du noch ein bisschen weg. Das muss da unten. Und da jetzt nochmal das Gleiche. Nochmal witzen. Da halte ich den Beckenknochen ein. Da schneide ich am Knochen entlang. Schauen Sie. Da wieder anschneiden. Immer schauen, dass da jetzt ein bisschen die Beinhaut durchtrennst. Schau, da bricht er eh schon raus. So, schau, das ist, also man kann Schnitt drin und das wird dann ausgelöst. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, können Sie mir bitte einen Daumen nach oben geben. Sie können mich auch abonnieren, würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal.